Jo, hallo liebe Freunde, mein Name ist Titus Probst und ich möchte euch heute zeigen, wie ich mit dem Computer ein Lied mache. Denn es ist zu lange her, dass ich ein Lied gemacht habe. Deswegen nehmen wir es einfach auf den Bildschirm. Und wir beginnen mit, ich weiß noch nicht welchen Stil, aber ich zeige euch mal ungefähr, wie ich arbeite. So. Das ist mein Logic. Ich mache meistens alles mit der Tastatur auf Logic, weil ich sehr faul bin. Entweder Tastatur oder Synthesizer im Synthesizer-Zimmer. Dann starte ich meistens mit einem, nur mit dem Beat. Und da habe ich mir meine Presets. Und da kommt es dann immer darauf an, was ich gerne habe. Einerseits, ich mag gern Lindrums. Kann ich mir nicht leisten. Es ist ein Drumcomputer aus den 80ern. Und der ist quasi unleistbar. Den würde ich euch gern mal. Man sieht hier, es sind unterschiedliche Samples auf dem Keyboard. Ich nehme mal die Bassdrum und die Snare. Die kann man irgendwo gratis runterladen, hat irgendein Typ mal gesampled, gratis zur Verfügung gestellt. Perfekt. Wir wollen ein bisschen ein flotteres Lied, 136. Weil vielleicht machen wir dann am Schluss doch noch ein Techno-Lied draus, man weiß ja nie, was da passiert. Jetzt fangen wir mal an mit dem Beat. Das wäre jetzt Halftime. Jetzt bin ich voll aus dem Takt, jetzt bin ich voll scheiße. Zum Beispiel sowas. Wobei ich jetzt noch nicht so zufrieden bin. Jetzt habe ich es quantisiert. Jetzt kann man das anhören. Merkt schon, wird ein bisschen hingehen in welche Richtung, gell? Und vorher bin ich gerade auf was Lustiges draufgekommen. Wenn man die Hi-Hats nimmt, die sind natürlich viel zu laut. Aber, voll, so machen wir. So, 3, 4. Jetzt müssen wir das quantisieren alles immer wichtig quantisieren, sonst klingt es aus der Zeit. Und jetzt muss ich das irgendwo da zerschneiden, kommt mir vor, so, damit das gut wird. So, zack, weg mit deinem, Härte mit deinem. Der hört nämlich auf auch. Und Logic hat jetzt einen neuen Sampler, ich liebe ihn, da kann ich jetzt einfach. Aber ich weiß noch nicht, welche Tonart ich spiele. Aber auf jeden Fall den Filter. Ein bisschen filtern. Und dann unten die Attack noch ein bisschen anziehen. Klingt schon weiter. Siehst, holen wir nur die Höhen raus. Ein bisschen Resonanz. So, jetzt haben wir Hi-Hats, doublen das nochmal, jetzt haben wir es nämlich gleich mit dem eingestellten Attack. Warte mal. Also das sind in den Yomax, was ich muss wieder auf Lindrums. Beat. Aber nehme ich auf auf der Kamera? Ich weiß es gerade nicht. Mir kommt vor, er nimmt auf. Ich habe eben nämlich das Licht ausgeschalten, logischerweise. Damit ich sehe, ob sie aufnimmt oder nicht. Dann habe ich mir gedacht, so, wurscht, ich brauche nichts. Brauche nur Strom. Passt, wir machen die Claps. Super Claps. Zack, zack. Hören wir uns jetzt nur die Claps an. Ja. Yeah.
Sowas wäre auch gut, aber wir wissen noch nicht, wie es geht. Also brauchen wir noch jetzt die Hi-Hat vom Ümax. Shaker. Den nehmen wir jetzt auf. So, 3, 4. Yeah. Hinten raus. Zack. Bist du jetzt, ist es auch on time. Und was ich jetzt gern mache, ich tue gerne den Zwarer. Also muss ich eins und, muss man sich denken, so ungefähr irgendwie. Wenn ich daher gehe. Und dann mache ich das ein bisschen leiser. Dann hast du nämlich einen Effekt, der super ist. So, schau. So was war. Fahrt. So, kriegst du einen Drive. Ich speichere das kurz. Wie nennen wir das? Super. Das ist der Beat direkt. Jetzt nehmen wir da Edo 8, Overdrive. Nein, natürlich nehmen wir nicht die. Wir nehmen gutes mehr. Wir brauchen noch mehr Drums. Ui, aber irgendwas ist hart. Irgendwas tut weh in den Ohren. Mir kommt Fadid und weh. Was? Das kann ich so nicht lassen. Ja, das kann man machen. Tut mir leid, ich glaube, ich habe euch jetzt nur auf Mono drinnen in der Kamera. Brauchen wir aber viel Ins, ganz wichtig, viel Ins sind enorm wichtig für jedes Lied. Fertig, da hinten passt es genau, was ist. Da vielleicht noch mit dem Lindrum, mit dem da so, tschack, noch ein Crash. Soll da sein irgendwo? 1, 2, 3, 4. Fertig. So, das ist jetzt mal so unser Beat. Dem können wir jetzt, tun wir jetzt alles in ein lustiges Ding. Zusammen Spurenstapler sagen. Also Ordner natürlich. Und los, zack. Und dann. Ah, Blödsinn. Nein. Das hat schon passt vorhin. Das mit dem Summenstapel. Oder? Ja, da kann ich dann so arbeiten, ja. Das sende ich dann an einen Bus. An den Bus. Und auf dem Bus lege ich hin an Chroma Verb Stereo, dann haben wir auch natürlich auch mit 3 ein bisschen dabei. Jetzt. Und was man jetzt machen kann, zum Beispiel über das Snare. Man kann die Snare rausnehmen. Man kann, jetzt laufe ich schon die ganze Zeit durch. Man kann die Snare nehmen, kopieren, da muten. Zack. Macht man neu. Oder wir machen es einfach so. Sind wir extra faul heute. So. Mute. Und dann kann man da noch. Was ist auch nicht? Kann man da sagen, ach, das ist mir zu wenig. Hall.
kann man da den Hall einfach hinzufügen. Und dann würde ich empfehlen, den 80s Drum. Klar. Wobei ihr ganz sicher. So. Und jetzt haben wir so. Ah, es ist zu viel Raum. Das haben immer genommen werden. Vergessen, welchen Hall ich nehme. Blade? Ah, so, Blade. Hm. Was ist denn da, Blade? So, das geht nicht. Normal ist das nicht. Also, das sag ich dir. Da muss irgendwo Blade sein, das gibt's ja nicht. Boah, da animiert gerade. Ich brauche einen Blade Room Hall. Nehmen wir halt den Drum Space noch. Vielleicht klingt's jetzt lustiger. Warte. Wurscht, scheiß drauf, das können wir ja später machen. Wollen wir uns jetzt in die Details. Zack, und weg ist jetzt der. Da. Right. Ui, die ist laut. Die braucht zum Beispiel. Die braucht das, sonst ist das scheiße. Die braucht da einen neuen Bus. Senden. An 3. Und dann haben wir da im 3er haben wir noch einen Multi-Effekt. Delay und Rehab. Den haben wir auf. Oder. Jetzt verschwindet dann später im Mix. Geht aber leiser. So. Wir machen jetzt ein cooles Softinstrument. Und da kann ich empfehlen, Infinity ist eher Classic-Kategorie. Da nehme ich gern mal die Bats einfach raus. Ja. Vielleicht brauchen wir doch den da. Na, der ist scheiße. 80. Was habe ich vorher für einen Ton gehabt? Hört das? Der MIDI Effects Appreciator, sag ich nur. Appreciator. Alter, was ist mit dem los? Hä? Sind die so gern? Ja, okay, mach auf. Hä, ja, wenn es so witzig ist. Zack, so groß ist er normalerweise. Da habe ich natürlich wieder ein super Preset. Für Oktaven. Pass auf, zeig dir was. Na, nochmal. 2, 3, 4. Zack, zack. Antisieren. Appreciator ist nämlich ganz wichtig in den 80er Jahren Liedern. Wo war der Heavy? Also vor diesem depperten Bastard. Deep Heavy? Heavy? Heavy Stopper? Beispiel, ganz eine klassische Popmelodie. Auch wieder gut. Den letzten müssen wir natürlich aufpassen. Das geht halt gar nicht. Muss er, Frau letzt. Ist cooler, gell? Die sitzen aber ganz lustig. Ma, so lang war ich die aber nicht. Glaube ich auch nicht. Oh, was? Wie? Bitte? Hau die Umi auf die 4 da, Hund da. Oder?
doch daher. Machen wir da noch einen rein, oder was? So einen komischen, lustigen. Nein, muss oben. So vielleicht. Ja, das Schrecken ist jetzt. Zum Beispiel habe ich super Geschichte gemacht, eben Appreciator, und dann habe ich mir vorbereitet diesen 80s Bass. Das ist, warte, ist das so ein Pattern? Das ist immer dun 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 dun, also immer so 2-2-2-2-4-4-4-4-2-2-2-2, keine Ahnung, das ist lustig. Und jetzt müssen wir uns dafür den richtigen Sound suchen. Na, Alter, ich habe mir gedacht, der tut jetzt. Ach so, nein, ändert das ja immer, weil ich das ganze Plugin ändere. So, und da ist jetzt der Alchemy, der ist eigentlich super. So ein Soundbock mit den Sound. Nicht so gern da die Delay rein, eigentlich mag ich es gar nicht, aber so gut ist Delay da drin, sagt man. Und jetzt, wenn es jetzt nur den also wenn es jetzt nur Schlagzeug und das anhört, klingt schon lustig. Und natürlich produziere ich gerade viel zu laut. Total vergessen. Wenn sich jetzt die Flöte, keine Ahnung, warum die Flöte da jetzt drin ist, aber es ist halt so zum Spaß halt einfach jetzt mal für den Anfang, wenn man so irgendwie was macht. Ich höre das überhaupt nicht.
Ja, die Lieder beginnen immer mit einem Intro. Also bis jetzt habe ich dann wirklich was mit der Hand gemacht, gell? Also eingespült. Aber es ist recht wurscht heutzutage. Machen wir nicht. Der muss noch. Wollt man nicht. Tu ihn mal weg in sich. Eigentlich bis jetzt haben wir meistens die Drums. Die nehmen jetzt einfach mal da noch Classic Pads, hat man vorher schon probiert, und dann funktioniert Starlight. Verspiel. Ich will eigentlich mit. Für Töne überhaupt gespürt? E, D, C, okay. Natur eben. Oder halt so für mich. Das ist alles schier, die Sounds. Sicher, da mal noch irgendwas, was nervt eigentlich. Auch nicht der Hit. So, jetzt sind wir eigentlich da in den Retro-Synth. Und dann gehen wir dann auf den Lead. Ah, wie irritierend ist denn das? Nehmen wir lieber von da auf. Nehmen wir von vorne auf. Ah. Es ist so fad. Ich hab das schon so tausendmal gemacht, die Melodie, glaube ich. Gibt es nicht irgendwelche aufregenden Sounds, die ich noch nicht entdeckt habe? Die Mountainflucht gefällt mir zum Beispiel eh ganz gut. Was ist da drinnen? Die ist ja ein Classic. Ich finde, sie passt jetzt aber nicht mehr dazu. Das Lustige ist, dass der überhaupt nicht da. Lass uns wieder Presets. Wie ist es jetzt schnell? Ganz im Ernst, entweder Techno. Problem ist ja das, ich habe normalerweise schon ein MIDI-Keyboard, aber jetzt...
So ein bisschen Akte, wie heißt das Kassen? Akte X oder so irgendwie? Oder wie heißt das Kassen? Weiß ich nicht. Alles gut. Wieso tut denn der das so komisch quantisieren die ganze Zeit? Als würde er sich nicht auskennen. Mach halt. Passt. Zack, boom. Du magst meine Eltern nicht, und ich mag deine Eltern nicht. Trotzdem mögen wir uns so gern, und wir wissen, wir können uns beschweren. Beieinander, ja beieinander, füreinander, füreinander. Zum Beispiel sowas kann man dann singen. Ich glaube, das ist mir jetzt genug. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Ich wollte das mal ausprobieren, ob es überhaupt jemandem gefällt, wenn ich jetzt kurz zeige, wie das funktioniert. Für mich war es nicht so spannend. Ich glaube, ich hätte lieber, glaube ich, Techno produziert jetzt gerade. Aber ich habe mir gedacht, sowas interessiert die Leute mehr. Das habe ich die letzten 4-5 Jahre nur so produziert. Also vor allem, wenn man auf so die Beats geht, ist es halt, manche Leute interessiert das, wie das auch funktioniert. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst so immer normalerweise mache bei meinen Liedern. Ich bin da meistens in Trance. Benutzereinstellungen? Ja, was habe ich da? Performance? Sexy Eule? Dolomite? Und Raid was drin? Haben wir vorbereitet? Aber ich nehme halt echt viel normalerweise mit meinen. So klingt das jetzt halt. Es war ein kurzes Tutorial für weiß nicht was, ob das überhaupt irgendwie was bringt. Ich lade es immer nur auf Instagram oder vielleicht lade es auf was weiß ich, wo ich ihn lade. Ich wollte es mal ausprobieren, ob das so geht überhaupt und ob das was wird. Danke fürs Einschalten, abonniert meinen Kanal. Ich mache auch Getränke-Reviews, die sind auch tipptopp. Also zahlt sich schon aus, wenn man bei mir ein Abonnent wird. Ja. Yeah.